ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 8. Mai 2020. Und aus den Eiern, die der DAX hier zum Vortag ausgebrütet hat, einfach mal drin rumgerührt. Na, ist das Brei rausgekommen. Aus der Ecke, wo ich geboren bin, nennt man das Eiersalat. Und ja, also, so spaßig das vielleicht auch klingt, ich glaube, so spaßig ist dem einen oder anderen nicht zumute. Das ist ein Markt momentan, der ist, ja, das ist so ein typischer Auskotzmarkt. Das macht den meisten immer nicht so viel Spaß. Das liegt einfach daran, dass der Markt oben und unten die Ziele nicht abholt. Häufig so hin und her pendelt, ne? Also, wenn wir jetzt mal hier mal einfach malen, warten Sie mal, das kriegen wir schön hin. Warten Sie kurz. So, wenn wir jetzt mal malen und wir sagen, okay, Sie sind Person X und Sie gehen anstelle Y in den Markt und platzieren Ihren Stop-Loss hier. Ja. Und der Markt hat über den Tag, über die Tage, macht er eigentlich den ganzen Tag nichts anderes wie das. Ne? Also immer wieder. Das ist so momentan sein Bewegungsverhalten. Das ist das, was er immer wieder macht. So, mal so, mal so, mal so, mal so, mal so, mal so. Das heißt, es ist völlig egal, an welcher Stelle Sie das machen. In dem Moment, wo Sie die Gewinne nicht realisieren, sind Sie irgendwann genau an dem Moment dran, wo der Markt dort vorbeikommt. Und so wie der Markt momentan sich bewegt, nämlich so hier, macht er an Ihrem Stop-Loss genau das. Na, er kommt zu Ihrem Stop-Loss und dann macht das so. Und das ist was. Das können nicht viele abhalten. Ne? Das macht Aggro, das stinkt einen an. Ne? Man ist hier eingestiegen, setzt einen Stop-Loss, der Markt ist dann direkt wieder da. Dann denkt man, oh, jetzt hat der Broker mich da extra weggeholt, hat mir nur einen Stop-Loss geholt. Dabei ist es letztendlich eigentlich sogar fast selbsterfüllend halt. Ne? Also in dem Moment, wo ich mich in diesem Getümmel hier immer wieder mit dem Stop-Loss irgendwo an so eine Stelle platziere und selbst wenn ich den immer höher setze, ne? Also kommt halt immer an so einem Punkt vorbei. Das funktioniert oben wie unten, da ist völlig egal, wo ich das mache. Der wird immer genau an irgendeinem Zeitpunkt wird er an der Stelle vorbeikommen und wieder zurück, weil das macht er die ganze Zeit so. Nicht, weil ich dort den Stop-Loss liegen habe, ne? Aber das denken viele und dann hacken die hinterher. Und dann sind sie hier short rausgeflogen. Oder ja doch, sie sind short. Hier oben war das Stop-Loss, ne? Dann gehen sie jetzt hier long rein, weil sie sagen, okay, jetzt bin ich hier ausgestoppt worden, dann gehe ich hier long rein, lege meinen Stop-Loss hierher, was macht der Markt? Läuft genau hier rein, macht dann wieder das Spaß, weil er einfach, das ist sein Bewegungsmuster gerade halt. Ne? Hat er einfach Lust zu das zu machen. So, und das ist was, das frustriert, das nervt und das kann halt echt anstrengend sein. Ne? Und das geht, glaube ich, momentan gerade vielen so, dass die hier eher ein bisschen genervt auch sind von der Kiste, ne? Weil das ist einfach nichts, das ist nicht, du gehst rein, der läuft volle Hütte durch und du sagst, geil, weil in 10 Minuten steht er schon wieder an einem Einstand. Und das ist halt, macht nur nicht viel Spaß. Ich meine, wir haben es jetzt gesagt, ich könnte mich hier auch hinstellen und groß feiern lassen, weil letztendlich hat er genau das gemacht, was wir mal gesagt haben. Ne? Also, wenn der nach oben geht und hier mit einer grünen Kerze nicht nach unten kommt, sondern überrascht, dann kann das schnell und leicht auch nach oben gehen. Ne? Haben auch viele, dass ich ein paar Punkte mit rausgebissen, das habe ich schon mitgekriegt, aber dann halt auch oft über den Nachmittag wieder abgegeben, einfach weil wieder dieses Geschacher dort kam. Dieser Eiersalat, ne? Hier dieses Rumgerühre. In dem Brei dann eben. So, wenn wir jetzt aber mal ganz neutral gucken, was haben wir jetzt hier? Mal unabhängig davon, dass die Marktlage ein bisschen schwierig ist und der ein oder andere hier zu kämpfen hat. Was haben wir jetzt? Wir haben zumindest erstmal steigende Tiefs, wir haben steigende Hochs. Das heißt, per se haben wir sogar einen Aufwärtstrend. Im kurzfristigen Bereich haben wir hier einen Aufwärtstrend. Das heißt, neue Hochs sind jetzt hier kein Unding und müssen in dem Sinne sogar einkalkuliert werden. Wir haben hier damals mal von der 820 gesprochen, die haben wir noch nicht. Zum Freitag könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass die kommt und ich sage es Ihnen auch gleich, wenn die kommt, gehe ich davon aus, volle Hütte durchzimmern. Ne? Also ich glaube, dort geht jetzt jeder short, weil jeder davon ausgeht, der kommt da eh wieder runter, der wird eh wieder bei 7,75 scheitern, was wird er machen? Er wird knallhart durchballern. Ne? Der wird mal kurz zucken, damit auch der Letzte, der noch überlegt hat, damit der noch reingeht, damit der Short eröffnet. Lassen Sie den vielleicht 10, 20 Punkte nach unten reagieren, die 8,20 und dann macht er durch. Ne, dann macht er alle, die hier alle zu machen sind. Also, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das würde auch auf einen typischen Freitag passen. Trotzdem ist es Fakt, dass die 820 jetzt ein sehr, sehr, sehr wichtiger Widerstand ist und das natürlich
Na, dass natürlich dort auch ein Short legitim ist, ne? Also das will ich gar nicht sagen. Ich will Ihnen bloß sagen, wenn der die kaputt macht, die 820, dann glauben Sie nicht, dass er sie am Tag irgendwann nochmal glücklich machen wird. Nee, der wird sie auspeitschen, bis sie so blutig am Boden liegen, dass sie selber nicht mehr wissen, wo der Verkaufen-Knopf ist, ne? Also da müssen Sie ein bisschen sich darauf vorbereiten, ähnlich wie wir das gestern gesagt haben, ne? Mit diesem Überraschungsmomentum und so weiter und so fort. Dass wir gesagt haben, wenn der halt grün kommt, dann rechnen Sie damit, dass der sich dynamisch durchschieben kann, dass der die 37 relativ zügig erreichen kann und darüber hinaus vielleicht sogar die 820. Hat er jetzt noch nicht gekriegt, es wurde die 800 auch sehr wehleidig gewesen da oben. Aber das kann sich auch schlagartig ändern. Also so auf Wochenende, wenn der die, gucken Sie mal, der ist, wann sind wir reingekommen? Wir sind am Montag hier reingekommen, ne? Das war unsere Eröffnung. Wir stehen im Wochenplus, wir haben eine grüne Wochenkerze. Also da ist jetzt auch niemand dabei, der jetzt über die Woche Long-Position aufgebaut hat und sich gesagt hat, oh nee, damit fühle ich mich unwohl. Oh, die liegen so weit im Minus, die drücke ich mal jetzt am Wochenende noch weg. Nee, eher während die Probleme haben, die vorher verkauft haben oder hier vielleicht verkauft haben, die jetzt sehen, wir haben eine grüne Wochenkerze und der drückt hoch. Also haben schon eher mehr ein bisschen Risiko auf der Oberseite. Das kann ich mir schon vorstellen. Nichtsdestotrotz ist es ein korrektives Muster. Wir haben einen sehr flachen Anstieg. Dreht er an der 820 um, kann er sich nach unten nochmal richtig was rausführen. Also 10,580, 10,620, das ist drin. Aber wenn der Bereich da oben nicht hält und wenn der echt durchdrückt und wenn er dich durchzieht, dann müssen sie umspringen. Dann müssen sie umspringen, genau wie wir das gestern gesagt haben. Ne? Also so per se ist das erstmal eine gute Chance. Es ist sogar eine Short-Chance. Ich glaube, ich würde sie sogar auch probieren. Ja, ich selber auch. Auch wenn ich mich darauf einstelle, dass es nicht klappen kann, ich würde es vielleicht trotzdem probieren. Aber was darüber hinausgeht, und das ist der Knackpunkt jetzt von allem, passen Sie da auf halt, ne? Also der kann dann wirklich, wirklich Tempo aufnehmen. Und da sind wir schnell bei 29, da sind wir sogar schnell, was ist denn das hier oben? 11.058 sind wir ganz schnell. 11.045, das kann der super schnell erreichen. Das sind, gucken Sie mal, wie er hier reingekommen ist. Das sind von gestern gewesen 5.30, das sind 200 Punkte. Das hat er auch zügig geschafft. Bis hoch an die 11.45 sind es auch noch 300 Punkte. Also da muss er eine Stunde mal ein bisschen mehr Sport machen, schafft er das. Okay, das heißt, oben ein bisschen aufpassen. Sie haben es gehört, Sie sind darauf eingestellt. Nicht, dass Sie dann bei 11.45 dastehen und den ganzen Tag nur Short gesucht haben. Dann haben Sie was falsch gemacht. Dann haben Sie auch die Analyse irgendwie nicht mehr mit in den Tag nehmen können und das wäre nicht gut. Ja, also ich kann mir, ich, also hier darf man noch, man darf es probieren. Ne, weil es ist ein korrektives Muster, es ist ein sehr flacher Anstieg, das ist häufig ein Zeichen für Flaggen zum Beispiel, ne, ganz typisch. Besonders interessant sind die in dem Moment, haben wir glaube ich gestern drüber gesprochen, ne, wo sie nach unten dynamisch dann aufbrechen, weil sich dann so eine zweite Welle lösen kann. Die orientiert sich an der Welle hier, das heißt, dann zimmert der hier richtig, richtig, richtig durch, das kann dann von Freitag über Montag bis in den Dienstag rein, kann der durchfallen, aber dann darf er halt nicht wirklich straffe grüne Kerzen reinbringen. Ne, also so wie wir das gestern eigentlich das gleiche, wie wir gestern gesagt haben, ne? Die Option ist ja nicht vom Tisch. Sie kann halt bloß jetzt von einer anderen Stelle starten, aber die Option ist nicht vom Tisch. So, hier wollt das nicht. Ne? Da haben wir schon ein bisschen auf Verdacht gesagt, hey Vorsicht, die Erwartung ist echt negativ, wenn er grün reinkommt, wenn er startet, dann nach oben. Und hier ist jetzt die Chance trotzdem noch da. Deswegen, wenn der gar nicht erst hier oben hingeht oder zum Beispiel von der 820 nach unten dreht, aber vielleicht auch sich einfach hier jetzt und nach unten eindreht. Passen Sie schon ein bisschen auf, denn ich würde das hier einfach mal wieder mitnehmen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass der sich einrennt. Dass wir eine 10,620, 10,580 sehen, dort vielleicht eine kleine Stabilisierung versuchen, bis die Amerikaner kommen, die uns dann Richtung 4,30 schieben. Ja, warum auch immer, was für News da dahinter stehen können, soll uns als Charttechniker hier egal sein. Wir richten uns nicht danach, wir gehen eben mit dem Markt. Das heißt, in dem Moment, wo der Markt fällt, wenn die Nachrichten zum Beispiel für ihn schlecht sind, dann gehen wir mit. Wenn der steigt, versuchen wir auch dort mitzugehen. Ne? Aber wir stellen uns jetzt nicht dagegen, weil wir glauben, wir wissen es besser wie die hier die großen Geldpötte verwalten. Ne? Also das maßen wir uns nicht an. Wir können uns unsere Meinung bilden, aber die sollte man im Trading einfach dann auch rauslassen. Ja? Gut, okay, also das sind die wichtigen Eckpunkte. Unten das Gap vielleicht auch nicht ganz aus dem Blick behalten. Ja, das passt ja dann zu unserer 580, ne, was wir hier gesagt haben.
Also der Bereich ist ganz nett, der Bereich hier unten ist weiterhin ganz nett. Wichtig, er muss durchziehen, er muss eine schöne Abwärtsbewegung machen. Ne? Das darf nicht zu ruppig sein, sonst schnippst du zu doll zurück, dann kriegt das wieder nicht gehalten. Ne? Aber so ein schön smoothes Abgleiten und da kann echt viel draus werden. Also das sind 11.200 bis 10, das sind 600 Punkte, die kann er nach unten abspulen, idealerweise von 10.000, also nicht idealerweise, sondern das wäre von 10.800, wenn er jetzt zum Beispiel zum Freitag schon schwach anfängt, wäre von 10.800 und dann entsprechend Potenzial bis schon gut 10.200 zu suchen. Na, lass hinkommen. Hab ich mich jetzt verrechnet? Das kann ja gar nicht sein. 11.000, na gut, der ist hier höher gewesen, ja. 11.250 und 11.000, so, das sind nämlich nicht 600 Punkte, das sind nicht 850 Punkte. So, also 850 Punkte. Genau, 850 Punkte, die sich runterdrehen kann. Das wäre von 10.804 ausgehend einmal kurz unter die 10.000 geguckt. Startet davon 10.850 zum Beispiel nach unten durch, wäre dann Ziel exakt 10.000. Das ist drin. Die Option, die bleibt auch so lange stehen, bis das Hoch hier, bis hier ein neues Hoch ist. So lange bleibt die Option hier stehen und die kann er immer wieder anspielen oder jederzeit anspielen. Ab dem Moment, wo er wirklich mal eine straighte Abwärtsbewegung durchbringt. Und wenn das nicht kommt, solange das nicht kommt, bitte, 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 gerade zum Freitag aufpassen. Ne? Ich habe einen Kollegen, der sagt immer, never short on Friday. So hundertprozentig stehe ich da nicht dahinter. Aber es ist tatsächlich so, wenn du dich einmal im Short verfängst und er läuft gegen dich, die Freitage, die machen dich kalt halt. Ne? Also das ist ganz selten, dass man zum Beispiel einen schief liegenden Short vom Vormittag, Freitag, dass man den am Abend nochmal in den Gewinn kriegt. Den muss man meist dann irgendwann glattstellen. Das sind so die Zwänge einfach vom Wochenende, ne? Weil das vielen dann so geht und der Markt gar nicht das nötig hat, zurückzukommen. Okay, so, haben wir das besprochen, haben wir das abgestimmt. Ich denke, sie sind ein bisschen im Bilde. Wie gesagt, wir haben eine Flagge. Das kann bedeuten, dass die Abwärtsbewegung noch kommt. Es wäre auch also es ist auch definitiv der Grund, warum der hier so rumbockt. Warum nicht einfach schön nach oben kommt, weil Marktteilnehmer da sind, die davon ausgehen, dass die Welle kommt. Das heißt, was machen die? Die Großen, die dicken Pötte haben, die drücken hier Positionen wieder runter, halt, in dem Moment, wo wir auf neue Hochs kommen, weil sie eben noch so eine Bewegung erwarten. Nur dadurch sehen wir das. Na, und das müssen wir werten als Charttechniker. Unabhängig von, egal wie die Nachrichten sind. Das müssen wir für uns werten. Und wenn dann solche Strukturen wieder erkennbar sind, hier, wenn er dann anfängt durchzuziehen, dann müssen wir eins und eins zusammenzählen. Ja. So, dann haben wir das. Tageschart jetzt wahrscheinlich komplett wieder Umkehr. Ne? Wahrscheinlich wieder eine schöne grüne Kerze, die nach oben zeigt. Na, nee, ganz so hübsch sieht es nicht aus. Ganz so überzeugend sieht es nicht aus. Dazu hat er zu lange. Dazu hat er zu lange Dochte dran. Ja. Zähe Nummer. Aber schön ist, die Bänder ziehen sich zusammen, das sehen Sie, ne, die Bollinger Bänder. Und wenn die Bänder sich dolle zusammenziehen, steht immer Bewegung an. Bewegung heißt gut 500 bis 1000 Punkte direkte Bewegungspotenziale, die der DAX entfalten kann, in dem Moment, wo er mal in eine Richtung richtig losrennt. Das könnte dann wieder ein bisschen mehr Spaß machen. Gerade alle, die hier stöhnen und jammern und nicht zurechtkommen, gerade mit dem Geschramme. Sowas ändert sich auch immer mal. Ja, also, wenn wir hier unsere Analyse angucken, müssten wir natürlich jetzt erstmal unterstellen, dass er wieder hochlaufen kann. Ne? Das wäre dann dieses Szenario: ich kick mal kurz die 10.820 an, zappel da ein bisschen rum und dann gehe ich drüber und renn durch. Dann stehen wir wieder hier oben in unserer Zone. Dann ist letztendlich auch nicht viel passiert, außer das, was wir hier erwartet haben. Würde ich dann auch erstmal an unserem Zielbild weiterhalten. Und ja, wenn er runtergeht, brauchen schon den Tagesschluss auch unter 4,40. Ich glaube, dann geht der Rest leicht, weil dann kommt der Großteil schon per Gap, sehr wahrscheinlich. Ne? Also so 4,40 oder was, dann macht er bestimmt einen Down-Gap bis 10,280 mindestens. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Ich will Sie deswegen aber nicht animieren, übers Wochenende Shorts gehen. Wer noch nicht so lange dabei ist, ich erzähle es gerne wieder. Ne? Ich bin früher auch mal gerne übers Wochenende mit Positionen drin gewesen. Ne? War auch mal ein Tag mit einer 130-Punkte-Position vorne. Und dann hat am Wochenende einer aus Griechenland einen blöden Spruch von sich gelassen, so nach dem Motto: Wir zahlen eure Schulden nicht zurück. Und am nächsten Früh in der Nacht mit dem erstbesten Kurs, ich hatte nämlich meinen Trade auf Einstand abgesichert und habe mir gesagt: Pff, 130 Punkte vorne, geil.
Ja, das Ding wurde über 350 Punkte im Minus ausgeführt. Das muss man nicht haben. Ne? Sie können es nicht kontrollieren, das Risiko. Ja, und in dem Moment, wo sie total überzeugt hier Short reingehen, weil sie sagen, ach, coole 100 Punkte, und er macht ihn am nächsten Montag um 11.500 auf, weil, keine Ahnung, Wirkstoff plötzlich super positiv anspringt, alle sofort Lockerungen machen, die Wirtschaft wieder voll anlaufen soll oder keine Ahnung, was passieren kann. Irgendwas kann immer passieren. Und dann haut sie voll aus der Karre. Und deswegen kann ich eigentlich nicht empfehlen, übers Wochenende Position mitzuhalten. Also offene Position vielleicht absichern, Hedgen kleiner machen. Das sind die vernünftigeren Wege. Wenn auch sicher, die nicht zu Ekstase führen, wenn es dann für sie läuft. Aber sie führen halt auch nicht dazu, dass sie das Depot verlieren. Und das ist mir persönlich wichtiger, wie dass sie hier schreien durch die Gegend rennt, weil sie die geilsten sind und am nächsten Woche dann wieder alles verloren haben. Ne? Das ist nicht meine Art. Ne? Gut, alles klar. Machen das Video zu. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg zum Freitag. Und wenn wir uns nicht nochmal hören, schon mal ein schönes Wochenende. Und dann bis zum Sonntagsvideo. Bis dahin. Tschö.